rechne mal mit dem Schlimmsten. Hier kommen doch gleich irgendwelche abgewetzten Drecksgegner. Interessant. Kann man das irgendwie kaputt machen? Nein. Bist du Gegner? Nee. Bist du ein Gegner? Nee. Okay, okay, interessant. Da geht schon mal eine Treppe hoch. Aber ich gucke mich erstmal hier unten noch um, warte. Darauf komme ich dann gleich zurück. Na, obwohl, da oben ist nur ein Fernrohr, warte. Dann können wir theoretisch doch direkt da hoch. Und können uns schon mal vom Rest einen Überblick verschaffen. Oh, hier kann man rüberlatschen, alles klar. Okay, gucken wir mal hier. Boah, die Mucke hier, ne? Das wirkt ein bisschen erdrückend. Okay, scheint ein großes Areal zu sein. Interessant, ne? Das heißt, da unten sind wir lang, da oben sind wir schon lang. Da geht es in dieses Schneegebiet. Da, wo verbotener Pass steht und dunkles Grab. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht so richtig. Fragezeichen. Und dann gibt es da noch diesen einen Pfeil. Aber genau, in die Richtung von Seite 26. Und da unten geht es nicht lang. Da ist auch noch ein Fragezeichen. Ich glaube, wir haben noch einiges zu tun in dem Spiel. Das werden wohl noch ein paar Aufnahmesessions. Was ich gut finde, was ich begrüße. Was ist das denn? Ah ja, das ist nur so ein umgekippter Schädel. Irgendwas wird uns hier überraschen. Das ist viel zu ruhig gerade. Ich weiß immer noch nicht, wofür die Sachen sein sollen. Warte mal. Nee, ich kann die auch irgendwie nicht benutzen. Keine Ahnung. So, geht's denn hier noch lang? Nee. Hier irgendwie? Nee. Ich sag euch das, irgendwas ganz Fieses kommt hier. Es ist viel zu ruhig hier gerade. Leider auch viel zu verwoben. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Wäre lustig, wenn hier Zombies rumlaufen und sagen. Dann hätten wir Medieval Vibes. Ja, ich versuche mal das komplette breite Spektrum hier mitzunehmen. So gut wie es geht. Und ja, ich liebe es, die Halme zu schneiden. Lass mich. Da geht's auch rüber anscheinend. Ja. Die finde ich jetzt aber nicht so schlimm und bedrohlich. Ich glaube, hier kommt irgendwas viel Wilderes auf uns zu gleich noch. Hier ist eine Kiste, sehr schön. Oh. Wofür auch immer das ist, will ich das gerade austauschen? Ist halt das Interessante, ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, was uns das bringt. Schnelleres Healen oder so? Schnellere Ausdauerregeneration? Ich weiß es nicht. Das wissen wir ja, das bringt uns halt Herzen in irgendeiner Form wieder.
Keine Ahnung, ich einfach mal ausprobieren. Vielleicht wird man ja schlau draus. Habe ich ganz genau gesehen, die Grasbüschel. So. Bist du ein großer Gegner? Nö. Oh, wer bist du denn? Hallo? Ja, komm mal her. Oh, abwehren. Wäre ganz cool, glaube ich. Alter. Scheiße. Oh, oh. Ja, ah, ja, ich kann mir ja hier nicht abrollen. Alles klar, ich hab's doch verstanden. Komm nochmal her. Komm nochmal her. Ich hasse, dass wenn Gegner feige sind. Okay, ich sollte mal sicherheitshalber eine Potion gönnen. Warte, 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 warte. So geht das hier aber nicht. Mensch. Okay. Da ist ein Brunnen, aber wir haben sowieso keine Münze am Start. Nicht, dass ich wüsste, ne. Die sind ja auch recht teuer. Ist das ein Speicherpunkt? Ich glaube ja. Aber ob man den benutzen kann, ist auch so die Frage. Okay, warte. Oh, nee! Wo ist der? Wo ist der? Ah, da ist der. Oh oh. Na, wo tauchst du auf? Mann! Ah, so. Was ein Arschgegner. Hab ich hier noch was übersehen oder so? Waren wir hier drüben schon komplett? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Oder auch nicht. Zumindest habe ich anscheinend das hier vergessen. Das geht natürlich gar nicht. Sowas darf nicht passieren. Schon gar nicht im Let's Play. Ich nehme die Sache ernst hier. So, kann ich die Sache einschlagen? Nein. Okay, dann nicht. Warte, ich muss hier erstmal sauber machen. So. Glaubt mir, wenn ihr das Spiel spielt, probiert es aus. Das ist befriedigend. Unnötig? Sehr unnötig. Sehr unnötig. Weil das bringt bis auf ein Achievement gar nichts. Was ich ja schon habe, aber es ist befriedigend, keine Ahnung. Und man sieht durchaus, okay, hier war ich schon. Das ist noch so ein netter, unnötiger, aber netter Nebeneffekt. Okay, das hier können wir anscheinend aber nicht benutzen, oder was? Tod. Kann ich dir was spenden? Weiß ich ja nicht. Nö. Okay, der Speicherpunkt hier, der ist... Also hier können wir noch nicht hin, quasi. Oh yeah, noch ein Backtracking-Point. Also hier müssen wir dann auch nochmal wieder hinkommen. Aber schon mal gut zu wissen. Ja, hier war der Aussichtsturm, genau. Schade. Also hier, entweder gibt es hier wirklich gar nichts, oder
Wenn diese Energiepipeline hier heil ist, müssen wir wiederkommen. Aber wie man sieht, sieht man hier quasi gar nichts. Ja, genau, hier konnten wir nicht lang. Interessant. Mal gucken, wo wir jetzt dann als nächstes lang gehen. Da oben weiß ich auch noch nicht so genau, wie wir zu der Kiste kommen sollen. Ich kann jetzt nochmal hier kurz gucken, ob jetzt hier noch irgendwas ist. Ein Grappling Hook oder so? Nee. Oder hier irgendwo eine Leiter oder sowas? Anscheinend eher nicht. Okay, interessant. Jetzt sind wir wieder hier. Okay, da unten waren wir, da unten waren wir. Da an der Seite waren wir jeweils. Da oben weiß ich nur, dass es eine Schneegebiet. Das müsste von der Statue aus sein. Sind wir da lang gelaufen? Ja, da hoch. Und dann da lang. Also könnten wir jetzt theoretisch noch Richtung Verbotener Pass gehen, beziehungsweise da beim dunklen Grab gucken. Oder da bei Glockenturm ist auch noch so ein Pfeilchen, der da reingeht. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Ansonsten würde mir nur noch einfallen, eventuell da, wo das eine Fragezeichen ist, nochmal nachzugucken. Und da bei dem anderen Pfeil eventuell. Gute Frage eigentlich. Ja, wie kommt man da dran? So auf jeden Fall nicht, alles klar. Kann man darüber grabbeln? Nee. Da ja auch nicht. Okay, interessant. So, hier wissen wir ja auch immer noch nicht so richtig, was es auf sich hat. Kann man hier irgendwas spenden oder so? Grabbeln? Nö. Keine Ahnung, wofür das hier ist. Also, es gibt noch einige Rätsel hier in dem Spiel. Bin teilweise auch ein bisschen überfragt. Na, hallo, Fuchs, lauf. Ja, da können wir auch noch nichts machen. Jetzt bin ich da. Da oben konnten wir aber auch noch nicht hin. Da beim Oswald, ich meine halt dieses komische Bildnis. Eventuell können wir ja da jetzt mal gucken gehen. Laufe ich hier überhaupt richtig oder laufe ich Kokolores zusammen? Nö, das sieht schon nicht so verkehrt aus, was ich hier mache. So, jetzt sind wir nämlich hier. Kommt man denn darüber irgendwie schon? So. Da kommen wir halt auch nicht rüber. Da können wir auch nicht grabbeln. Also entweder kommt man da irgendwie anders rein oder noch gar nicht rein. Ich weiß es nicht. Ich guck noch mal ganz kurz hier rein. Hallo, ihr Kleinen. Warte mal. War nicht hier auch noch irgendwas, was wir nicht machen konnten, weil wir nicht graveln können oder so? Können wir da hinten uns hingrabbeln? Ne. Aber warte mal. Theoretisch müsste das von hier ausgehen.
Und hier waren wir ja theoretisch noch nicht. Der ist aber auch tot. Das heißt, dem fehlt auch die Energiequelle. Interessant. Aber ja, ihr seht, Metroidvania-Elemente. Man muss halt auch viel Backtracking machen. Gehört halt dazu. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich glaube, da gibt es wenig dazwischen tatsächlich. Ich liebe es. So. Oh. Okay. Da ist wieder so ein Oberzauberer. Und das Schöne ist, ich kann hier nicht speichern. Geil. Das ist romantisch. Also hier waren wir anscheinend schon mal. Wo kommen wir denn raus? Wo kommen wir denn raus? Ah ja. Ja. Aber warte mal. War da ein Speicher in der Nähe? Ja, da ist ein Speicher in der Nähe. Mehr oder weniger in der Nähe. Vielleicht sollte ich den mal kurz nutzen einmal. Und dann aber wieder hierher kommen. Moment. Ja, einfach geradeaus. Hier. Und das war ja auch der Punkt aus, von dem wir quasi ja immer zu dem anderen Scheißbereich gerannt sind. So. So, jetzt habe ich da gespeichert. Selbst wenn ich jetzt sterbe, dann kann ich das irgendwie verkraften. So, dann gräbe mich mal rüber da. Wie gesagt, der ist leider tot. Sehr schade. Rest in peace. Ja, den können wir nicht benutzen. Da oben, den haben wir benutzt. Erstmal muss ich hier Ordnung machen, um mich abzuregen. Okay, dadurch, dass die Kamera gerade so weit rausgeht, kann ich auf jeden Fall schon mal eine Sache dazu sagen. Also für den Switch-Handheld-Modus wäre das jetzt nicht so geeignet. Auf dem großen Bildschirm ist es okay. So, warte mal. Wir kommen doch da zu der Kiste hin, oder nicht? Ja, anscheinend eher nicht. Aber warte mal, ich probier's jetzt einfach. Kann man die Dinger... Sind das nicht auch Bomben? Ich probier's einfach mal gerade. So. Ja. Cool. Ups, hoppla. Errungenschaft freigeschaltet, dadurch, dass ich mich selber getroffen habe anscheinend. Nee. Aber eigentlich gut für Bossfights. So, warte mal. Nö, alles klar. Ich meine, Versuch macht klug, wie man so schön sagt, ne? So. Hat aber nicht geholfen. Hat nicht geholfen. So, hier kommen wir auch nicht lang. Man kann aber irgendwie auch von irgendwo unten hochkommen. So, kann man sich da irgendwo rübergrabbeln. Der könnte uns darüber zaubern, wenn der genau dieselben Fähigkeiten hat wie der andere Arsch da in der anderen Höhle. Vielleicht sollten wir den mal provozieren. Warte mal. Oh. Ja? Okay. Zieht uns Energie ab, aber
zaubert uns jetzt nicht rüber. Hehe. Okay, die Brücke. Okay, schade. Hätte ja sein können. Da drüben ist der scheiß Schalter, aber wie kommen wir da hin? Warte mal. Gibt's von der Seite vielleicht irgendwie noch eine Möglichkeit, da rein oder rüber zu kommen? Ich weiß es nicht.